So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyrim. Wir sind... Wo sind wir eigentlich? Eine sehr gute Frage. Muss ich selber mal eben auf die Karte gucken. In Winterfeste, genau. So. Ich habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Ja. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Ist Ja. vielleicht sogar etwas für mich. Habe ich auch gehört, aber das interessiert mich gerade nicht, denn wir haben wieder eine neue Nebenquest bekommen. Finde Helm von Winterfeste in Schattenstollen Heiligtum. Das würde ich gerne machen. Schattenstollen Refugium. Und da waren wir sogar schon. Gut, dann nichts wie hin, würde ich sagen. Und der Rest ergibt sich dann. Hoffentlich. Ah ja. Oha, das tat bestimmt weh. Silberne Hand. Oh, die haben wir auch lange nicht gesehen. Wir gehen mal rein. Und dann gucken wir mal. Ich kann mich da lustigerweise gerade überhaupt nicht dran erinnern, dass wir schon mal hier waren. Aber. Ist da jemand? Oh, aua. Ey, soll das? Hör auf damit. So, das hast du nun davon, wenn du hier mit deiner Zahnstocher auf mich schießt. Okay, wir folgen mal. Was ist denn das? Ach so, okay. Wir folgen mal dem Weg hier. Tür ist verriegelt. Ah ja, okay. Dann also hier lang, denke ich. Was war das? Ah ja, schönen guten Tag. Krass, ich habe den mit meinem Schild geblockt und gleichzeitig irgendwie geschlagen und er kippt direkt um. Das ist übel. Okay, das Büchlein kennen wir schon. Wir gehen weiter. Oh, guck mal hier. Ha! Zaubertrank der Heilung. Sehr schön. Oh. Surprise, surprise. Ah. Ey. Kumpel, das ist nicht nett. Beruhigen Sie sich, junger Mann. Nee, nee, nee. Immer diese aggressiven Leute. Lieder der Rückkehr? Ist das was Besonderes? Ich bin mir gerade nicht sicher. Okay, wir gehen weiter. Schmiede, Hammer und Amboss. Haben wir schon. Glaube ich. Aufschließen. Mal sehen, ob wir es aufkriegen. Oh. Nein. Aber wir haben genug Dietriche, glaube ich. Oha.
Gar nicht mal so einfach. Ah, fast. Ich will jetzt wissen, was da drin ist. Hallo? Geh auf, du Scheißtür. Na, geht doch. Schönen guten Tag, silberne Hand. Bumm. Silberne Hand, müde. Na, immerhin 47 Gold. Was haben wir denn hier? Oh, guck mal. Stahlbahn, Stahlbahn, Stahlbahn. Brauchen wir aber für den Moment nicht. Na gut. Na gut. Wir gehen weiter. Was war das? Oh, hier. Hab euch. Na, komm ran. Erstmal mit dem Schild die Nase brechen. Geil. Gegengift. Yeah, was haben wir hier? Ein Zaubertrank der feinsten Magika. So, hier haben wir eine Truhe. Mit Gold. Das finde ich gut. Da hinten ist noch ein Geldbeutel. Das ist auch sehr schön. So. Ich hoffe, dass das jetzt der richtige Weg ist. Ist da jemand? Oh. Bäm. Das hätte auch ins Auge gehen können. Ah, hier so viele Tränke, ey. Das ist ja mal mega. Knister, knister, zündel, zündel. Nächste Tür. Herkommen sollen. Ja. Ihr hättet mich nie angreifen sollen. Silberne Hand. Dankeschön. Noch ein Trank. Noch einer. Boah, mega. So, jetzt wird's kalt. Das gibt harte Nippel. Ihr gehört mir. Okay, wir gehen mal einmal hoch. Ich möchte gerne wissen, was hier so abgeht. Ein Pferd, okay. Was war das? Oh, hier. Ich kann schon euer Blut sehen. Ja? Wirklich? Ich glaube nicht. So. Oh, hier. Menschenfleisch. Nicht gut.
Hier wurde gefoltert. Eieieiei. Was war das? Ist da jemand? Fräulein, nicht so frech hier. Mehr habt ihr nicht drauf? Was? Danke sehr. Jetzt sterbt endlich. Ach, da hinten, den habe ich gar nicht gesehen. Na, bleib stehen, Kumpel. Huch, war ich das etwa? Nächste Tür. Schattenstollen Refugium. Hier drüben. Oh, drei Stück gleich. Nein, daneben. Nicht gut. Okay, mal eben einmal kurz heilen. Achso, hier, Gift haben wir auch noch. Ja, können wir mal benutzen. So. Zaubertrank der kleinen Heilung. So. Dann Ausdauer noch dazu. Okay. So, mal eben weg hier. Mal eben Gesundheit ein bisschen. Jo, sehr gut. Das war... war so nicht geplant, aber hat geklappt. 209 Gold. Eieieiei. Wir werden reich. So, aber einer ist da noch. Ein Bogenschütze. Bäm. Dankeschön. So, und da ist die Kiste. Ui, 152 Gold, Rolle des Kars. Rufs zu den Wölfen. Goldene Rubin. Ei, das hat sich gelohnt. Helm von Winterfeste. Bäm. Bringe den Helm zu Kuria. Alles klar. Zack. Türchen auf. Genau, und von hier sind wir gekommen. So. Und raus hier. So, Karte. Ach ja, genau, hier. Winterfeste, ne, war das? Jo. Zack.
Langhaus des Jarl. Klopf, klopf. Der Mali ist da. Kann ich euch helfen? Kotlak Weißmähne befindet sich jetzt an einem besseren Ort. Denn gibt es einen besseren Ort? Es ist mir egal, wie viele Akademien sie bauen und wie viele Häuser das Meer verschluckt. Ich werde sie alle überdauern. Sehr optimistisch. Könnt ihr glauben, dass dieses Fürstentum sich einst um den Thron des Großkönigs bewarb? Nun werden wir vielleicht Gehör finden. Hier habt ihr die versprochene Belohnung. Winterfeste dankt euch. Gern geschehen. Braucht ihr noch etwas, mein Jarl? Oh, 1000 Gold hat er uns gegeben. Nice. An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nützen könnten. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tane. Es wäre mir eine Ehre. Dann wünsche ich euch viel Glück. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Unsere Familie ist die einzige, der die Geschehnisse in Winterfeste noch wirklich am Herzen liegen. Korir wird euch als erster sagen, dass es uns ohne die Akademie besser ginge. Ah ja. Und ich stimme ihm. Tschüssi. Bei den Göttern. Was denn? Alle nach drinnen! Komm her, Drache! Ja, genau, komm runter, du Sau. Jetzt komm runter. Oh oh. Ja, wo ist er? Komm runter! Gut, der geht mir richtig auf den Sack. Dann hole ich jetzt meinen Zwergenbogen raus. Ja. Boah. Der hat's in sich. Habe ich noch Heilung? Na, okay. Thank you.
Das ist so gemein, der kommt nicht mal runter. Aber warte, mein Freund, warte. So. Da. Ah. So ein Feigling. Und noch eine Leiche für den Haufen. Und noch eine Leiche für den Ofen. Bei den Göttern. Ein Drache. Alle nach drinnen! Sofort! Komm her, Drache! Okay, wir nehmen mal andere Pfeile. Oh. Ist der jetzt runtergekommen? Moment. Nee. Ich habe Feuerresistenz, glaube ich, noch irgendwo. Warte mal. So. Bringt aber auch nicht viel. Oh, 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 oh. Moment, Moment. Ich glaube, er ist runtergekommen. Wo ist er? Da ist er. Nein! Verdammt! Bei den Göttern! Ein Drache! So, ich gehe jetzt hier rein. Ist mir egal. Wenn ihr etwas braucht, sagt es mir nur. Es heißt, es gäbe in Rifton jemanden, der Gesichter verändern kann. Ja. Sodass man ganz anders aussieht. Könnt ihr das glauben? Hab ich schon von gehört, Dagur. Ich möchte ein Zimmer mieten.
Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Dankeschön. Ich zeige euch euer Zimmer. Ja, bitte. Den Drachen holen wir uns beim nächsten Mal. Das, was ich wollte, haben wir gemacht. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. In die weite Welt hinein. Danke sehr. Schlafenbett. Wir schlafen. 8 Stunden. Mal sehen, ob wir den Bonus jetzt bekommen. Okay, kriegen wir nicht, weil Bestienblut, stimmt. Habe ich nicht dran gedacht. Ich verkaufe so gut wie alles, wenn es sich für mich lohnt. Vergesst das nicht, ja? Oh, wer ist er? Hallo? Ich habe euch gesagt, was ihr wissen wolltet. Was wollt ihr denn noch? Ich tue, was nötig ist. Seid ihr bereit, mir den Stern zu geben? Muss ich ja wohl, denn auf meinen Bruder kann ich mich nicht verlassen. Also gut, aber beeilt euch. Okay, wer weiß, ob Azura uns zusieht. Stimmt. Wenn ihr nach Ranmir sucht, der liegt entweder schon sturzbesoffen im Bett oder... Wenn er nicht zufällig eine neue Runde bringt, könnt ihr gleich weitergehen. Ah ja, gut. Ich verstehe. Ayrath hat wieder Jagd den Elfen gespielt. Das ist nur Kinderkram, Hara. Mein Bruder ist ein Taugenichts und Trinker. Wir hätten das Haus längst verloren, wenn es nur nach ihm ginge. Ich will nur nicht, dass Ayrath solche Spiele spielt. Sehr komisch. Ihr habt sicher bemerkt, dass es in Winterfeste nicht gerade von Leuten wimmelt. Ich verkaufe, was ich kann. Wenn ein Gegenstand es wert ist, ein Preisschild zu bekommen, dann bekommt er auch eins. Ich habe mir ein paar Mal die Finger verbrannt, ein paar schlechte Geschäfte gemacht. Aber meistens fällt etwas Profit ab. Ihr habt etwas über ein schlechtes Geschäft gesagt? Ja, das war ganz schön dumm von mir. Ich hätte der Geschichte keinen Glauben schenken und das Geschäft ablehnen sollen. Aber das habe ich nicht. Und jetzt bleibe ich auf diesem wertlosen Krempel sitzen. Interessant. Es ging um diese Bestattungsurne und das Ingol-Hügelgrab. Er sagte, sie sei mehr wert als ihr Gewicht in Gold, wenn ich sie dorthin zurückbringen würde. Irgendwas darüber, sie in Ingols Kammer zurückzubringen, glaube ich. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Selbst wenn es der Wahrheit entspräche, ich setze keinen Fuß in ein altes Grab, in dem es von allen möglichen Gefahren wimmelt. Ich schon. Mich ärgert es schon gar nicht mehr. Ihr wollt es euch ansehen? Gut. Ich verkaufe euch das Ding für 50 Goldmünzen. Dann ist es euer Problem. Das wäre meinen Forschungen durchaus nicht zuträglich. Ach, die gibt uns eine Klaue. Okay, ja, hier. Na gut, hier, bitte. Wenn ihr seinetwegen umkommt, ist das nicht meine Schuld, verstanden? Aber sicher. Aber wenn sich herausstellen sollte, dass es tatsächlich etwas wert ist, dann sagt ihr mir Bescheid, ja? Solange er zahlt, schätze ich. Mach ich. Er bleibt allein und tut niemandem weh. Seid ihr sicher? Birna wird bestimmt widersprechen. Erinnert ihr euch noch? So, aber... Es steht mir nicht zu, mich in ihre Familienangelegenheiten einzumischen. Warte mal kurz. Ich hab mir gesagt, ich soll mich da raushalten. Ich verkaufe so gut wie alles, wenn es sich für mich lohnt. Vergesst das nicht, ja? Habe ich jetzt eine neue Quest bekommen? Nö. Okay, aber das können wir leicht herausfinden. Das machen wir dann... Ich tue, was nötig ist, um ein Auskommen zu haben. Muss ich ja wohl. Beim nächsten Mal. Denn auf meinen Bruder kann ich mich nicht verlassen. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr etwas essen. Quatscht trinkt. Mich doch nicht alle voll. Ist mit Anwärtern für die Akademie habe ich ist ja schrecklich hier mit den Leuten. Kauen mir alle ein Ohr ab. Hilfe! Jemand muss etwas unternehmen. Komm her, Drache! Jemand muss mir helfen. So, weg hier. Die nerven alle. So, bin ich hier in Sicherheit? Ja, fürs Erste. So, meine lieben Freunde, das war die heutige Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bald mit einer neuen Folge wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüssi!